bin nach wie vor, jetzt nehme ich die große Naschkatze, aber ein kleines, dickes Naschkätzchen, würde ich sagen. Gut, Molly Jung, bist du fit? Nein, aber auf jeden Fall. So, los, wir legen los. Auf. Passt, es geht los, Gojek, Alex. Vor der OP, also mit, ich habe jetzt 57 Kilo weniger, vor der OP war ich noch 30 Meter, 50 Meter Schnappatmung. Ich konnte nicht mehr laufen, auch nicht mehr kriechen. Und das ist jetzt anders. Hier drin laufe ich nachher, werden Sie sehen, mit 70% von meinem Gewicht. Ich habe jetzt 115. Das sind dann ungefähr 35 Kilo weniger. Hier wird alles gemessen, hier, Puls und was der macht. Alles. Also, jetzt wiege ich eigentlich, ohne dass ich jetzt merke, in dem Moment nochmal 70% von meinem Gewicht. Und jetzt geht das Tempo los. Ich esse weniger, aber lecker. Ich habe nichts her und bin einen Dachschaden dadurch gekriegt. Ich bin nach wie vor ein Leckermäulchen, freue mich auf Leckereien, aber ich bin eben früher satt. Ich hatte so ein bisschen geträumt von der 100 Kilo. Das halte ich auch nach wie vor für realistisch, aber ich will kein Hungerhaken werden. Wie lange geht die Sendezeit? Ich könnte die jetzt alles. Oh, vom Fisch über Fleisch, vom Pasta. Dann auch, ob er nur Frühstück ist, aber ja, es gibt sehr viel und dann die ganzen Desserts. Also Würze dazu, boah, das wäre eine lange Sendung. Da müsste mehrere Teile machen. Ne? Also hier mache ich auch keine mit über 70, keine Schönheits-OP mehr. Ich habe zwar viele Anfragen und Angebote, die sagen, komm, wir operieren dich, die Haut weg. Vielleicht muss man den Bauch nochmal überlegen, aber hier das soll schwabbeln. Das ist meine Marke jetzt, guck hier. So. Ja, ja. Oh. Jetzt machen wir den Beinbeuger auf der Maschine und dann geht es weiter Richtung Rückenübungen. Aber ich muss sagen, er macht es echt gerne. Arschloch. Schau nicht, Agni. Das schneiden wir raus. Bleib, lass es drin.